Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Voxel Tycoon. In den letzten Folgen haben wir hier einiges umgebaut. Wir haben hier eine Schleife entwickelt. Wir haben hier einen neuen Anschluss gemacht. Wir haben hier einen neuen Anschluss gemacht, um an die speziellen Ressourcen Kupfer und Sand zu kommen. Der Sand ist da vorne, wenn ich da durchfahren darf, bitte. Das hier ist der Sand. Um das alles dann unsere Hauptproduktionsstelle hier oben zu bringen, um dann auch dort die Verteilung vornehmen zu können. Ja, ich habe währenddessen einfach mal das Spiel ein bisschen laufen lassen und wir haben mittlerweile Gleis 3 erforscht. Es ist fertig. Weg ist es. Jetzt können wir mal gucken, was hier noch so alles gibt, was interessant wäre gerade. Ich glaube, wir haben sonst nichts. Jetzt bräuchten wir erst ein Kupferkabel. Das haben wir noch nicht. Ah, da kommt. Oh, schau dich diese Züge an. DB-Baureihe, TPE, DB-Baureihe. Oh, das Krokodil, ein Kürzer irgendwie. Dieselmotor 3, was kommt da? Oh, schau dich die Dinger mal an. Oh. Große Busse, große LKWs. Moment, da habe ich einen LKW, muss entscheiden. Oh Gott, das ist lustig. Holzbearbeitung gibt es noch. Kupferverbindung, klar, das müssten wir jetzt dann auch gleich erforschen. Dafür brauchen wir aber natürlich erstmal die Züge, die dann hier dementsprechend die Ressourcen herfahren. Aber Gleis 3, glaube ich, hat auch was ganz Spezielles freigeschaltet, wenn wir mal gucken. Was war Gleis 3? Gleis 3 hat nichts bestellt. Ich habe jetzt gehofft, das ist etwas Spezielles. Na gut, aber wir können ja dementsprechend hier schon mal arbeiten. Und zwar tun wir erstmal hier, nee, so machen wir es nicht. Wir tun jetzt erstmal hier die Richtung wieder ändern. Ich glaube, so viel ist da eh nicht auf Lager. Oder doch? Hups. So, dann können wir nicht jetzt mal Platz für die ganzen Ressourcen schaffen, die wir brauchen. Hier kommt Holz rein, hier kommen Planken rein. Wir brauchen neue Plätze. Schauen wir mal, wie weit wir da bauen können, dass das noch im Reichweite ist. Große Lagerhäuser. Mal gucken, hat das noch Reichweite? Logistik, erreicht es noch. Okay, Asche. Ach, keine Ahnung, lol. Ich kann bis hierhin bauen wahrscheinlich. Warte mal, das können wir mal probieren. Lagerhaus. Wenn wir es wirklich hier hinten dran platzieren würden. Hat ihr instant die Logistik hin. Perfekt. Wir tun das jetzt ein bisschen versuchen zu strecken. Damit wir wirklich bis aufs letzte Loch perfekt. Soweit wollen wir die nächste Reihe machen. Dann haben wir genug Platz, um zu arbeiten. Aber natürlich tun wir da die Lagerhäuser genau gleich platzieren. So. Passt perfekt. Kommen noch zwei hier hin. Weil, hey, die kosten ja nichts. Also, kostet ja nichts. Ne? Besser, wir haben die jetzt schon gebaut, als später dann einen Mangel zu haben. Ich werde jetzt mal gucken. So, jetzt haben wir hier die Reihe. Die ersten zwei sind gleich mal für. Also, hier würde ich mal mit Sand anfangen. Und hier mit, müsste Kupfer sein, ne? Kupfer ist gut, perfekt. Mich würde jetzt interessieren, kann ich einen Zug bauen, der beides fährt, dass der sozusagen immer zwei Touren fährt? Das ist Sand und Kies. Und wo fährt der Kupfer? Damit. Wie liegen denn unsere Lager? Im Grunde kann ich natürlich auch sagen, okay, der fährt hier hin, fährt nach vorne, holt das und fährt dann das, ne? Wir haben zwar erhöhte Strecken, aber wir fahren um eins weniger, glaube ich. Machen wir das mal. Wir designen einen neuen Zug. Er braucht diesmal ordentlich Leistung, oder? Du kommst vorne dran. 35 Meter lang, das schon. Aber wir haben große Wagen, das ist schon mal vorteilhaft. Ich brauche Sand. Und das kopieren wir erstmal. Wenn wir 100 immer liefern, das müsste doch hoffentlich reichen, oder? Und dann brauchen wir hier Kupfer. Der liefert sogar mehr wie 100. Wenn wir dann noch zwei von denen jeweils kopieren, sind wir bei 213. 240, das müsste doch passen von der Länge, oder? Finde ich auch, ja. Kaufen für 2 Millionen. So.
Dann müssen wir natürlich erstmal die Ladestation designen. Für Kupfererz. So, Schienen. Stationen. Güterbahnhof 2. Extrem groß. Natürlich. Ich überlege gerade, ob ich den hier... So, dann haben die ein bisschen Spielraum auch mit den Maschinen noch. Perfekt, so. Aber wie gesagt, für mich ist ja das Wichtigste jetzt gerade, dass ich am Ende sozusagen hier keine Probleme mit irgendetwas habe. So. Und wenn ich jetzt hier schon ein bisschen vorplane, dann kann es, und vor allem das ist jetzt zum Beispiel auch hier, wenn ich jetzt hier kein Kupferherz mehr hätte, also die Produktion sterbt, muss ich alles hier hinleiten. Wenn ich alles zentral laufen lasse, klar, kann es ein bisschen stocken vielleicht zwischendurch, aber wenn ich das gut plane, dass einzelne Züge mehrere Transporte gleichzeitig machen, sollte das hoffentlich funktionieren. So, was ich jetzt machen werde, ist nur ein Gleis hinführen lassen, weil wir haben ja für den Anfang erstmal nur einen Zug. Das kann man mir natürlich vorsagen, ja, aber das ist doch dann wieder nicht so schlau, aber ja. Mir jetzt gerade Latte, weil wir können das ja notfalls nachher umschließen. Mir geht es erstmal gerade darum, dass das hier eigentlich richtig beschissen ist und ich werde deswegen hier mal kurz einen Cut machen müssen. Und hier erstmal terraformmäßig. Ein drei breites Loch erzeugen. So. Besser. Ist jetzt hier angeschlossen. Der fährt dann hier hin und macht das. Gut, dann fährt er nach hier. Wie war das? Wir brauchen hier nichts. Ja, nee, ist klar. Obwohl, ich kann das rein theoretisch hier lang lenken. So, mal pausieren kurz. Das ist jetzt wieder Kabelchaos. Das Problem ist nämlich, dass... alles wieder irgendwie zusammenhängt und ich das nicht will beziehungsweise möchte. Jetzt muss ich überlegen, wenn einer hier fährt, oh, das ist auch die Katastrophe. So, das sollte es gleich um einiges vereinfachen. So, schauen wir, wie stauanfällig das wird, aber es ist gerade die beste Idee, die ich habe. So, das fährt nach hier vorne und kriegt jetzt hier vorne die Sandstation. Auch wieder so ein bisschen zur Seite, so. Wir tun auch wieder terraformen. Eigentlich wollte ich so terraformen, aber okay. Auf der Breite des Bahnhofs. So. Gehen auch wieder hier zwei Gleise raus. Gleiswechsel hier. Erstmal das eine breiter und dann hier so angeschlossen werden. Perfekt. Dann kriegt es auch Signale direkt. Das ist dann schon fertig designt. Da kommt ein Vorsignal hin. Hier kommt ein normales Signal noch hin. So. Perfekt. Warum ist hier schon wieder Stau? Oh Gott, weil...
blöde Situation, aber ginge sich das rein theoretisch aus? Will ich's probieren? Nein, wir schicken dich einfach zurück zum Depot. Ist es zwar schon wieder unhandlich, aber... Mann! Hier ist mal diese Probleme jetzt. Jetzt sind sie im Depot. Dann kommst du schon mal hier raus. So. Und du kriegst jetzt einen Halt. Du fährst als erstes hier rauf. Tust hier laden. Dann fährst du hier hin. Tust hier laden. Fährst dann, wo ist die Hauptstation? Warte mal. Sehen. Fährst hier hin und tust entladen. Aha, genau in dem Moment, ich muss das Spiel speichern. So, okay. Speichern. Und ich würde sagen, Zug, komme heraus. Warum machen die hier so ein Quietschgeräusch? Das ist uncool. Unser modernster Zug, glaube ich, mittlerweile, ne? Zuständig für massenweise Transporte jetzt. Sieben und sieben, ja, perfekt. Gut, dann können wir uns ja rein theoretisch mal um die Verarbeitung kümmern. Denn wir müssen ja Kupfer auch verarbeiten. Das ist Sand, das ist Kupfer. Gut. Oh, Sandgruben sollte ich vielleicht aufstellen, ne? Das ist Kupfererz. Kupfermine, Kupfermine. Drei reichen für den Anfang, würde ich sagen, oder? Wie weit ist der Zug schon? Ah, der fährt noch eine Zeit, okay. Und dann brauchen wir noch Sandgruben. Alles vorbereitet, aber vergessen, dass wir über Produktionsstätten hinbauen. Oh, Produktionsstätten, du, die braucht man nicht. Ich hoffe mal, dass die reichen. Für die hohe Produktionslast des Zuges. Okay, werden sie schon hoffentlich ausbalancieren nach einer Zeit. Da kommt nicht... Ja, die füllen sich schon. Die füllen sich schon. So, jetzt ist ja der Plan, dass wir sozusagen... Oh, jetzt bin ich wieder an meiner Produktionsstätte vorbei. Kann das sein? Genau, hier. Produktionsgelände, Verarbeitung. Kann ich Betonmischer, habe ich jetzt zum Beispiel. Ich habe hier eine Presse. Nee, ich brauche eigentlich eine Legierungsschmelze, wenn ich mich nicht irre. Oder die brauche ich ja hier dann. Oh Gott, da muss ich wieder. Oh, Kohle, habe ich Kohle hier. Nein, ich liefere keine Kohle an. Das ist mal wieder sehr, sehr schlau hier. Jetzt brauche ich Kohle. Kann ich das nicht her transportieren per Kabel? Aber jetzt können wir mal kurz hier in der im Stillstand gucken. Wenn ich dich angucke, du kannst Kupferfütterung. Gibt es noch gar nicht. Dafür brauchen wir erstmal Kupfererz. Aha, schau an. Bedeutet, wir können dich eigentlich gleich anschließen. Dich lassen wir hier. Nee, dich müssen wir umbauen dann. Wir können aber schon mal hier festlegen, dass dann hier. Wo ist es denn? Wenn ich Kupfer verarbeite, müssten Kupferplatten rauskommen. Wo sind die? Also, die sehe ich wahrscheinlich erst, wenn ich es machen kann. Kann es sein? Okay, verstanden. Sehe ich erst, wenn ich es machen kann. Dann tun wir jetzt mal. Das ist jetzt natürlich blöd, weil wir haben hier noch voll viele Leitungen drin stecken. Kann ich nicht wieder so einen Loop rausmachen irgendwie? Brauchst du einen Vernichtungsloop eigentlich zwischendurch? Oder einfach eins, wo ich einfach alles reintun kann und dann wird's Gemüll. Kann ich jetzt nur das umdrehen?
Perfekt. So, schau mal, das ganze Zeug kann hier dann rein. Da kommt wahrscheinlich auch noch jetzt der Rest danach. Ich glaube nicht noch, dass das alles schon ist. Wir lassen jetzt dieses Overhead-Teil hier ab. Was wir aber machen können, ist das da lassen. Zerlegen, zerlegen, zerlegen. Dafür muss es doch einen einfachen Weg geben, oder? Wenn du irgendeine Verstopfung hast. Irgendeinen Weg muss es rein theoretisch noch geben. So, ich lege das Kabel jetzt hier wirklich bis nach vorne. Weil wir jetzt hier ja zum Beispiel sehen, können wir jetzt hier das hier anschließen. Ich schneide das mal hier. Ah, oh, das ist natürlich uncool, aber... Was soll's? Dafür muss ich mir noch irgendwas einfallen lassen, wie ich das auf jeden Fall in Zukunft löse. Das ist wieder ein Empfänger. So, und jetzt kriegt er hier Verbinder. Hier sind eh schon 88 Kupfer drin. Umdrehen, jetzt geht das Kupfer raus. Und wir sagen hier, ey, schau her, wir brauchen eine Kupferverhüttung. Zack. Währenddessen können wir hier, können wir mit Sand schon was machen? Haben wir sowas wie Glasproduktion oder sowas? Verarbeitung. Betonmischer Presse. Kann ich hier eine Presse was machen damit? Nee. Wahrscheinlich fehlt er noch dafür dementsprechend auch die Sachen. Da fährt er gerade durch. Ich glaube auch, dass das fürs Erste reicht. Geht wieder ins Lager rein. Vorkommen wurde zu 75% abgebaut, die Kohle. Haben wir noch irgendwo Kohle? Ich bräuchte so eine Kohlekarte einfach. Liefern wir nicht hier in Holz? Oder haben wir das aufgehört zu machen? Warum fährt der leer? Weil wir kein Holzlager... Oh, fuck. Wir haben kein Holz mehr. Das ist jetzt richtig ungut. Genau dafür, das hat sich befürchtet. Dann müssten wir aber... Weißt du was, wir tun die Holzproduktion, glaube ich, einfach hier weg. Und, oh Gott, Holz ist so die Horrorsache, auf die ich mich überhaupt nicht gefreut habe, wenn sie leer geht. Oh Gott, das wird nicht die Produktionsstätten komplett vernichten. Wie mache ich das jetzt? Wie mache ich das jetzt? Ich mache... Nein, ich brauche jetzt erstmal Schienen. Ich werde jetzt hier nämlich... Wir wissen alle, dass das so eine der schlimmsten Sachen ist, die es passieren hätte können. Und keiner hat uns davor bewahrt. Fuck. Was will man machen, ne? Tunnel. So. Dasselbe wird hier vorne gemacht. Bis auf den kürzesten Teil, Tunnel bis runter. Und dann an unser Holzlager. Das Holz... Produktionsliste ist da vorne. So, und das wird jetzt eine ganz andere Sache. Das wird, oh, das wird unangenehm. Ressourcengewinnung.
Sägewerke, wie Masse brauchen wir jetzt auf jeden Fall. Kann ich da nicht so einen Autoknopf haben für Sägewerke? Ja, hä? Was habe ich jetzt gerade? Nee, hä, das ist doch richtig. Wir tun das hier massenweise platzieren. Das ist ganz, ganz ungut jetzt. Das ist richtig ungut. Jetzt brauchen wir einen Bahnhof. Genau vor dem hatte ich Angst. Was ist das Hinfahrt? Das ist das Hinfahrgleis. Gut. Na, dann müssen wir das davor hier auffüllen. Das geht gar nicht. Nee, oh Gott. Aber Leute, ich würde sagen, das war so diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes. We'll be right back.